Guten Morgen. Da ich ja, wie ihr wisst, in YouTube große Hoffnungen setze, was die geistige Evolution der Menschen angeht, durch freie Meinungsäußerung, schnelle und echtere Informationsübermittlung und einfach nur eine Plattform, wo man ja immer sehr viele manipulationsfreie Videos findet, ausgehend von der Industrie, beobachte ich die allgemeine YouTube-Szene auch immer besonders interessiert und schaue auch Videos, die nicht unbedingt mein Interessensgebiet widerspiegeln. Und da war ich gestern bzw. vorgestern auf einem Kanal von Iblali, auch ein junger Mann, der schon über 2 Millionen Abonnenten hat, gekommen, und er stellte sich eine Frage, die ich euch kurz einspielen möchte. Da läuft einiges falsch auf YouTube. Oh, you don't say. Und damit meine ich ausnahmsweise mal nicht die Startseite. Aber Viktor, was läuft denn falsch? Erzähl es uns. Zum einen hätten wir die Missgunst vieler Menschen. Und ohne Witz, ich dachte, dass es irgendwann abnimmt, aber es wird immer schlimmer. Der Hass vor allem auf große YouTuber wird immer größer. Und ich habe das Gefühl, dass es daran liegt, dass man großen YouTubern immer weniger gönnt. Die YouTuber wird man definitiv noch irgendwann ernst nehmen. Aber ich habe das Gefühl, man hat uns noch nie so wenig ernst genommen, Mann. Ja, der Iblali stellt eine interessante Frage, die nicht unwichtig zu beantworten ist, denn sie zeigt eine deutliche Entwicklung der Menschen, die YouTube konsumieren, auf. Und analog eben auch eine Entwicklung der Menschen selber. Und da sind wir bei dem Punkt der Milch besonders interessiert. Ja, warum werden denn Kanäle, die früher hoch bejubelt waren, nun zur Zielscheibe von Unzufriedenheit und werden nicht mehr ernst genommen? Neid und Missgunst, wo Iblali die Hauptursachen sieht, spielen da sicherlich auch eine Rolle. Aber ich glaube, der Kern der Unzufriedenheit und auch des Nicht-Ernstnehmens, das ist woanders zu suchen und ist sehr wichtig zu benennen, eben für die Gesamtentwicklung von YouTube und eben auch der Menschen. Und zwar haben viele der großen Kanäle ja vor etlichen Jahren vorrangig für Kinder und Jugendliche, die ja Hauptklientel auf YouTube waren und sind, vorrangig sinnfreie Spaßvideos, Unterhaltungsvideos, Computerspiele und generell leichte Unterhaltung auf überschaubarem intellektuellen Niveau, also eben angepasst auf die Zielgruppe, gebracht. Daran ist ja auch nichts verkehrt. Funktioniert auch heute noch wunderbar, wenn man das authentisch rüberbringen kann. Und das konnten die damals selber oft Jugendlichen natürlich auch. Aber sehr viele dieser großen YouTuber, also groß im Sinne von vielen Abonnenten, sind mittlerweile auch geistig gereift und haben auch schon etwas in der Birne. Und das erkennt man eben auch, wenn man die Videos sieht. Den Menschen. Und wenn die sich dann hinstellen und da immer noch einen auf jungen Teenager machen, und ich denke da vor allem an solche YouTuber wie Kelly Vlog oder so und noch viele andere Namen, die ich leider immer wieder vergesse, aber ihr kennt die, wo man es durchscheinen sieht, dass da eine geistige Reife vorhanden ist. Die sind erfolgreich geworden, weil sie authentisch waren, aber ihre geistige Entwicklung spiegelt sich überhaupt nicht in den Videos wider. Iblali hat im Laufe des Videos dann auch das schon erkannt, dass die Zuschauer es anödet, dass immer wieder auf demselben Niveau geredet wird. Aber dann auch angemerkt, dass neue Sachen dann eben auch nicht mehr erfolgreich sind. Aber er hat es assoziiert mit dem erfolgreich, wie viele Abonnenten kommen und gehen. Ja, willkommen in der Realität, lieber Iblali. Du kannst eben nicht mehr die Hauptzielgruppe authentisch bedienen und auch den schnellen Rubel mit sinnfreien Grimassen und Gequassel und irgendwelchen Ali-Talks, was auch immer das ist, machen. Es passt einfach nicht mehr zu den Menschen. Man darf ja nicht vergessen, die Zuschauer wachsen ja auch mit und werden auch reifer. Und natürlich haben sie auch nicht mehr so viel Zeit wie als Kinder oder Jugendliche. Das heißt, die Einnahmen des YouTubers sinken. Warum auch als noch als mit 20er oder noch älteren dastehen und sich komplett seinem entwickelten Geiste auf das Niveau eines Teenagers begeben, nur um erfolgreich zu sein und das Maximale an Geld zu verdienen. Ich glaube, da liegt der Hund begraben. Die fehlende Authentizität der großen YouTuber. Erfolg manipuliert und verändert die Menschen, und das sollte man sich auch eingestehen. Dessen sollte man sich bewusst machen, und ich selber habe die Erfahrung gemacht, innerhalb kürzester Zeit sehr viel Geld zu verdienen und auch plötzlich berühmt in einer Szene gewesen zu sein und dann entsprechend auch abzuheben, die Bodenhaftung zu verlieren und ja, würde ich sagen, komplett den Verstand, aber ja, so in die Richtung ging das. Und in dieser Welt schweben sehr viele YouTuber, und das zu realisieren, das ist das Ziel. Und da kommt man auch nur sehr schwer heraus, gerade weil dieses Gefühl auch immer wieder gesellschaftlich gepusht wird.
dass es ja gut ist, berühmt zu sein und dass es ja gut ist, reich zu sein. Das ist eine Spirale, aus der man nur wirklich sehr, sehr schwer rauskommt und ja, auch sich immer mehr selber verliert und ja, nur noch das darstellt, was dargestellt werden soll und was die Zuschauer erwarten. Es gibt viele Beispiele in der Vergangenheit, wo Prominente genau daran zerbrochen sind. Aber den süßen Gift des Geldes und des Ruhmes lässt sich auch nur sehr schwer entziehen. Das verstehe ich, wie gesagt, aus eigener Erfahrung. Aber ich möchte mit diesem Video darauf sensibilisieren, dass wenn YouTuber sich darüber Gedanken machen und wenn YouTuber wirklich authentisch sind und auch mal ihre Gedanken in ungewohnte Bahnen fließen lassen, man als Zuschauer dieses auch bestärkt und positive Kommentare gibt, Mut zuspricht, sich zu verändern. Das ist alles ein wichtiger Schritt zur geistigen Evolution und gerade die Chance, dass normale Menschen, die nicht medial rausgepickt sind, sondern sich aufgrund ihrer Art zu bekannten YouTubern gemausert haben, dass diese sich auch sozusagen diese geistige Entwicklung öffentlich machen und öffentlich vollziehen. Und da sehe ich eben eine ganz, ganz große Chance. Ich glaube irgendwie mehr daran, dass ein paar wenige bewusste Menschen einen größeren Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Menschheit haben, aufgrund ihrer Prominenz, aufgrund ihres Ruhmes, als dass von der Masse der Menschen eine intuitive gemeinsame Entwicklung ausgehen kann. Von daher mein Plädoyer an die großen YouTuber, traut euch zu verändern. Die Masse wird irritiert sein, aber die Masse ist meistens Kinder und Jugendliche und sie werden euch auch kritisieren, aber glaubt an euch und denkt daran, was ihr erreichen könnt. Teilt eure geistige Entwicklung und auch eure Gedanken entsprechend. Habt Mut zur Reife. Das wollte ich unbedingt mal loswerden, ausgehend von dem Video von Iblali. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet und was eure Gedanken zum Thema sind. Generell YouTube und auch die geistige Entwicklung der großen YouTuber und damit zusammenhängend eben deren Authentizität. Ansonsten bleibt nur noch der Hinweis, da die beiden nächsten Live-Talks auf Weihnachten und Silvester fallen würden, mache ich deswegen jeweils diese Live-Talks am Mittwoch. Das bedeutet, diesen Mittwoch bin ich von 20 bis 21 Uhr wieder live am Start und wer will, kann anrufen und live mit mir über das reden, was ihm gerade auf der Seele brennt. Wie das geht, seht ihr im Tutorial oben in den Infokarten. Eure Themen, zumindest alles was rechtskonform ist, ist erlaubt. Das sage ich deshalb, weil wir ja nun auch wissen, wie schnell man eine Strafanzeige bekommen kann. Details dazu habe ich ja im letzten Let's Talk Video euch mitgeteilt. Und ja, so, ich bin auf jeden Fall nun gespannt, auf was eure Meinung zum Thema große YouTuber sind und meine Gedanken, die ich sozusagen mit euch heute geteilt habe. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und wir sehen uns morgen wieder in aller Frische. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.